Ja, schön, dass Sie zu uns gefunden haben, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass Sie bei Achtung Buch hier bei uns bei NUVISO vorbeischauen. Und Sinn und Zweck dieser Serie ist natürlich ganz klar. Wir wollen Ihnen neue Bücher vorstellen, die unserer Meinung nach es wert sind, gelesen zu werden. Und ein solches halte ich gerade in meiner Hand. Und zwar ist es von Dr. Wolfgang Bittner. Er hat ein Buch geschrieben über den Ausnahmezustand, in dem wir uns hier in Deutschland befinden. Es sind geopolitische Einsichten und Analysen unter Berücksichtigung des Ukraine-Konflikts. Und wenn Sie versuchen, sich diesem permanenten medialen Trommelfeuer der Propaganda zu entziehen, dann ist dieses Buch wirklich ein fantastisches Werk. Ich möchte nur mal hinten zitieren, vom Infosperber wird zu diesem Buch gesagt: Einmal mehr ein geschichtlich-politisches Meisterwerk. Man muss es schon lesen, wenn man die gegenwärtige politische, mittlerweile schon ziemlich dramatische Situation Deutschlands verstehen will. Bittner erzählt nicht nur, er belegt seine Aussagen auch mit genauen Hinweisen und Quellenangaben. Interessant und eine gute Faktensammlung, also auch für Journalisten und Historiker. Ja, und das gibt's jetzt im neuesten Gespräch bei Achtung Buch, das Gespräch mit Wolfgang Bittner über den Ausnahmezustand. Einen schönen guten Tag, Herr Wolfgang Bittner. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben für unser Gespräch. Ja, gern, Herr Stein. Herr Bittner, ich möchte Sie kurz vorstellen. Vielen unserer Zuschauer sind Sie bestimmt auch ein Begriff, aber für die, die Sie nicht kennen, Sie sind also Schriftsteller und Publizist. Ihr Werk umfasst über 80 veröffentlichte Bücher. Das sind Gedichte, das sind Romane, Essays, aber Sie haben auch sehr viele Artikel veröffentlicht. Und gerade seit 2014 sind Sie sehr aktiv durch die Ereignisse des Maidans in die geopolitischen Analysen eingestiegen. Sie sind 1941 geboren, eine lange Wegstrecke schon, die Sie zurückgelegt haben. Sie haben als Kind sogar die Vertreibung aus Schlesien miterlebt, auf dem Dach eines Zuges mehr oder weniger dann aus den Landen weggefahren. Sie waren Zeitzeuge der Entspannungspolitik von Brandt, haben das Ende des Kalten Krieges und dann auch die Wiedervereinigung Deutschlands gesehen. Und jetzt plötzlich sollen wieder Panzer gegen Russland zu Felde ziehen. Und da ist die Frage natürlich, bevor wir auf Ihr Buch eingehen, für mich ganz wichtig: Was macht denn diese Zeit mit Ihnen? Was geht in Ihnen vor, wenn Sie unsere Gesellschaft und unsere Politik im Jahr 2023 beobachten? Ich bin entsetzt. Also, es herrscht ja in der Politik und in den Medien eine regelrechte Kriegshysterie. Es geht ständig in letzter Zeit um Leopard, Panzer, Leopard und dann Putin, Putin. Also schon die Corona-Pandemie hat mich sehr nachdenklich gemacht über das, was da läuft, auch an Rechtsbeugung. Ich bin ja von Haus aus Jurist und arbeite allerdings seit Jahrzehnten freiberuflich als Schriftsteller und Publizist. Also trotzdem habe ich natürlich juristische Kenntnisse. Und habe festgestellt seinerzeit, dass da auch Rechtsbeugungen passiert sind und dass es in Deutschland mittlerweile an der Gewaltenteilung hapert. Die Bundesregierung und auch Länderregierung und Behörden haben Grundrechte seinerzeit außer Kraft gesetzt. Am Parlament vorbei. Also das Parlament ist eigentlich befugt gewesen, ein Gesetz zu erlassen. Das ist zunächst nicht passiert. Man hat das dann nachgeholt, aber die Exekutive, die ausführende Gewalt, hat im Grunde die Macht im Staat übernommen. Und die Justiz, also die dritte Gewalt im Staat, hat dem, was da vorgegeben wurde, entsprochen.
Das Problem ist ja auch, dass das Bundesverfassungsgericht wie im Grunde alle Institutionen entsprechend besetzt worden ist mit dem Herrn Herbart. Nach meiner Rechtsauffassung ist er rechtswidrig in sein Amt gekommen, denn er war Bundestagsabgeordneter und hat sich mitgewählt, was natürlich eben gegen dieses Prinzip der Gewaltenteilung verstößt. Und das alles hat mich doch sehr nachdenklich gemacht. Ich muss sagen, das, was sich jetzt mit dem Krieg in der Ukraine abspielt, das ist ja noch eine weitere Eskalation. Können wir gleich ja noch drüber sprechen. Genau. Wollen wir gleich mal auf Ihr Buch gucken, und zwar der Titel Ausnahmezustand. Das ist natürlich schon ein sehr starker Titel. Die Frage, ist das nicht ein bisschen zu reißerisch? Warum haben Sie sich gerade für diesen Titel entschieden? Entspricht das Ihrer Wahrnehmung, der Ausnahmezustand, in dem wir leben? Na, der Titel passt doch sehr gut. Wir befinden uns tatsächlich in einem Ausnahmezustand. Die Leute wissen zum Teil nicht, wie sie ihre Stromrechnung bezahlen sollen. Die Gesellschaft wird im Übrigen seit langem schon in einem Ausnahmezustand gehalten. Man macht den Menschen Angst. Also ich merke das auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis, dass einige Leute Angst haben vor der Zukunft. Wie geht das weiter? Kann ich das alles noch bezahlen? Einmal jetzt diese Kriegsgefahr. Das beschäftigt doch sehr viele Menschen. Dann die Energieknappheit, die Grenzen sind offen. Das ist meines Erachtens ein sehr großes Problem. Die Schengen-Grenzen zur Ukraine sind ja aufgehoben. Und es gab Berichte, dass da ein schwunghafter Waffenhandel existiert und die Menschen können hier in Deutschland kostenlos reisen, wohin sie wollen. Also sie können nach ganz Europa einreisen. Und was sie in ihrer Tasche oder in ihrem Koffer haben, wird nicht kontrolliert. Also das ist schon ein Problem, finde ich. Dann die Inflation. Also wir merken das ja, wenn wir einkaufen gehen, diese Teuerung, nicht? Und ob das berechtigt ist oder nicht, also die Preise sind überall gestiegen. Auch der Wohnungsnotstand, die teuren Mieten, das ist ja ein Unding, was da läuft. Also manche geben mehr als die Hälfte des Einkommens für die Miete aus oder sogar in niedrigeren Einkommen noch mehr. Was mich auch beschäftigt, ist diese Bildungsmisere. Es wäre ja wichtig, dass junge Leute gebildet werden. Jetzt ist die Schule da, später vielleicht eine Berufsausbildung oder die Universität. Und da liegt es meines Erachtens im Argen. Man holt sich dann Facharbeiter aus dem Ausland, anstatt junge Leute in Deutschland entsprechend auszubilden. Das war ja früher üblich. Oft war der Großvater schon in einer Fabrik und dann wurde der Sohn dort eingestellt und ausgebildet. Und ja, das ist alles anders geworden. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das nötig ist. Also die Bildungspolitik in unserem Land, das ist schon auch ein eigenes Thema an sich. Ich glaube, die Verbildung der Jugend, der jungen Menschen ist wirklich auch sehr, sehr drastisch hier. Aber lassen Sie uns bei Ihrem Buch bleiben, beim Thema. Ich habe gerade hier auf Seite 17 ein interessantes Zitat von Ihnen gefunden. Und zwar heißt es, dass es den USA mit ihrer Aggressions- und Sanktionspolitik gelungen ist, Russland von Westeuropa zu trennen, noch dazu unter Mitwirkung der europäischen NATO-Staaten, ist eine Jahrhunderttragödie. Ist das das richtige Wort für den Zustand unserer Zeit? Ja, das ist tragisch, was sich da abspielt. Und natürlich haben die Berliner Politiker Schuld, nicht? Auch an der zunehmenden Militarisierung. Man könnte sich ja
dagegen stellen, gegen diese, ich würde schon sagen, Anordnungen, die da aus Washington kommen. Und auch diese Russophobie, die um sich gegriffen hat. Also es wird alles auf Russland, möglichst auf Putin abgeschoben. Ich hörte gestern in den Nachrichten, dass er jetzt also auch diesen Abschuss des Flugzeugs MH17 da befohlen haben soll. Aber nur vermutlich, was ist das für eine Berichterstattung? Man vermutet etwas und streut das dann breit durch die ganze Welt. Also es gibt ja so etwas wie eine Unschuldsvermutung, solange ein Fall nicht genau untersucht ist und jemand schuldig gesprochen worden ist. Und diese Politiker, also Kanzler wurde ein Politiker, der in eine Korruptionsaffäre verwickelt ist. Und Außenminister ist eine Russenhasserin. Extrem. Und für den Wirtschaftsminister ist ein Satz verbürgt, über Patriotismus, also Vaterlandsliebe, hat er gesagt, Habeck, fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht. Das ist so in etwa das Zitat. Naja, und dann der Bundespräsident fährt in der Welt herum und propagiert überall die deutsche Schuld, die ja nun etwa 80 Jahre zurückliegt. Da weiß ich nicht, ob meine Enkel und Urenkel dann noch dafür einstehen sollen. Und natürlich wird das in den einzelnen Ländern auch wahrgenommen, während in Holland oder in England die Monarchien abgefeiert werden und dann eben auch Veranstaltungen stattfinden, ganze Tage zum Krieg gegen Deutschland. Nicht? Das ist alles wieder aufgelebt. Wir hatten ja Ruhe, auch insbesondere in Russland. Das wurde gar nicht mehr erwähnt, was die Deutschen den Russen angetan haben. Das ist jetzt durch diese Kriegspropaganda wieder hochgekommen. Sie schreiben in Ihrem Buch von dem großen Einfluss, den die USA auf die Bundesrepublik haben, und zwar schon seit Begründung der Republik. Ich habe bei Ihnen gelesen, dass es insgesamt 100 einflussreiche Thinktanks, sogenannte Denkfabriken in Deutschland gibt. Da ist der German Marshall Fund mit das bekannteste, das Aspen-Institut oder auch ganz wichtig die Atlantikbrücke. Also der überwiegende Teil der führenden Politiker in Deutschland und auch der Wirtschaftsvertreter sind Mitglieder und eng verbunden in diesen transatlantischen Organisationen. Wie konnte sich so etwas entwickeln? War das in der DNA der Bundesrepublik schon mit eingewebt, eingebaut? Naja, das hat sich nach 1945 entwickelt. Man muss ja bedenken, Deutschland hat bis heute keinen Friedensvertrag. Nicht? Theoretisch sind wir noch im Krieg, auch mit Russland übrigens. Und nach Artikel 53 und 107 der Charta der Vereinten Nationen ist Deutschland noch ein Feindstaat. Das steht da drin. Nicht? Also wird immer gesagt, das hat ja nichts mehr zu sagen, das ist Makulatur, aber dann hätte man es ja rausnehmen können inzwischen. Nicht? Also danach sind Zwangsmaßnahmen ohne besondere Ermächtigung durch den UN-Sicherheitsrat möglich. Die können verhängt werden, falls Deutschland erneut, so heißt es, eine aggressive Politik verfolgt. Das ist ja sehr weit auslegbar, nicht? Und gegebenenfalls schließt das auch militärische Intervention ein. Das weiß kaum jemand. Und was sich da abspielt, auch an Einflussnahme, hat sich ja gezeigt beim Antrittsbesuch im vergangenen Jahr von Scholz bei Josef Biden, der einfach dann sagt, Nord Stream 2 werden wir verhindern. Das wird nicht ans Netz gelassen.
nicht, wenn Russland die Ukraine angreift. Aber die wussten ja schon, was da läuft demnächst. Also zum anderen gibt es ja 11 riesengroße Militärbasen in Deutschland der Amerikaner. Grafenwöhr, ich habe das mal, als ich da Lesung hatte, hat mich der Bürgermeister mitgenommen. Grafenwöhr hat etwa 230 Quadratkilometer mit riesigen Landebahnen. Die Offiziere gehen auf die Jagd, auf Hirsche und Sauen, nicht? Truppenübungsplatz, ja. Ein großer Truppenübungsplatz ist da. Also im Vergleich, Liechtenstein hat, ich glaube, 180 Quadratkilometer, nicht? In Büchel sind Atomwaffen stationiert. Rammstein ist die Kommandozentrale der Luftstreitkräfte der NATO. Und die Amerikaner haben Sonderrechte in Deutschland. Das ist übrigens bezeichnend dafür, dass Deutschland nicht eine eingeschränkte Souveränität hat, soweit es so etwas gibt, eingeschränkte. Aber was heißt denn dieser große Einfluss seitens der amerikanischen Kräfte hier in Deutschland, gerade jetzt in dieser Krisensituation? Wie müssen wir uns das vorstellen? Was passiert da? Gibt es da einen Anruf vom German Marshall Fund im Außenministerium, die sagen, wir hätten jetzt gern hier eine negative Verbalnote gegenüber Russland oder bitte einen anderen Artikel hier? Können Sie sich das vorstellen, wie das konkret umgesetzt wird, oder ist das alles nur Gemauschel? Wie soll man das nennen? Serviceagenturen dieser Dienste, nicht? Ob das NATO ist, Weißes Haus oder Geheimdienste, die Politiker werden ständig unterrichtet, die sind auch gut vernetzt, die wissen, was zu tun ist. Und wenn man bedenkt, dass die führenden Politiker, auch Journalisten in den USA geschult worden sind. Angela Merkel zum Beispiel gehört der Atlantikbrücke an, Mitglied Friedrich Merz, Christoph Lindner, Omnit Nuripur, Klaus Kleber, das Heute-Journal mit seinen russenfeindlichen Ausflügen da gemacht hat, oder Josef Joffe von der Zeit, Stefan Cornelius von der Süddeutschen Zeitung, nicht andere. Sigmar Gabriel, war der nicht dann nach seiner Zeit sogar Vorsitzender der Atlantikbrücke? Also da gibt es enge Verflechtungen. Ja, der hat sich kapitalisiert, soll ich das sagen. Aber auch andere sind in verschiedenen dieser Thinktanks, Ursula von der Leyen, Norbert Röttgen, Cem Özdemir, also wo man hinguckt. Aber das Problem ist ja, dass sich nach 1945 die USA Deutschland als Frontstaat gegen damals die Sowjetunion vorbehalten hat. Es gab eine bedingungslose Kapitulation, die erzwungen wurde durch die Flächenbombardements auf deutsche Großstädte. Es wurde ja alles bis 2-3 Wochen vor Kriegsende wurde noch alles in Schutt und Asche gelegt, nicht? Da gab es ja gar keinen Widerstand mehr. Und Goebbels hat noch mit den Russen verhandelt und Dönitz, Großadmiral Dönitz, auch eine problematische Figur, der hat mit den Westmächten verhandelt. Die wollten eine bedingungslose Kapitulation durchsetzen, was sie im Ersten Weltkrieg ja nicht geschafft haben, nicht? Aber jetzt konnten sie bis Berlin vorrücken und dann eben Deutschland übernehmen. Also, dass Deutschland seit 1945 nicht wieder vollständig souverän geworden ist, das kann man wohl so sagen. Und es gab dann Historiker,
die sich mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg beschäftigt haben. Da ist zu nennen ein ehemaliger Nazi, Fritz Fischer, der da 1948 schon wieder eine Professur hatte. Der hatte so ein dickes Buch geschrieben, Griff nach der Weltmacht. Der ging von der Alleinschuld Deutschlands am Ersten Weltkrieg aus, was unsinnig ist. Der wurde schon lange vorher vorbereitet, nicht? Von den Finanz- und Wirtschaftseliten der USA und der Londoner City. Also gab es dann noch den Australier, der in England gelehrt hat, Christopher Clark, die Schlafwandler, nicht? Man sei da schlafwandelt in den Ersten Weltkrieg eingekommen. Das stimmt nach meinen Recherchen alles nicht, was da berichtet wird, auch über die Weimarer Republik, dann Hitler wurde schon in den 20er Jahren aus dem Ausland finanziert. Man sagt immer, der sei von der Großindustrie in Deutschland gefördert worden. Was sollten die für ein Interesse an 150 Lederhosenträgern in Bayern haben? Da gibt es in einem meiner Bücher, ich glaube, es ist der neue West-Ost-Konflikt, ein sehr schönes Bild, wie die sich da versammelt haben, so ein Häufchen. Hitler wurde meines Erachtens systematisch aufgebaut. Er hat die Weimarer Republik destabilisiert und die Macht übernommen dann. Und im Zweiten Weltkrieg haben eben diese Kräfte, die dahinter standen, das geschafft, was ich eben gesagt habe, sie haben Deutschland sozusagen übernommen. Und während die Russen ja abgezogen sind dann nach 1989, nach dem 2+4-Vertrag, sind die Amerikaner geblieben und haben ihre Soldaten sogar noch verstärkt. Ich glaube, es sind jetzt etwa 35.000 bis 40.000 Soldaten in Deutschland noch stationiert. Also was sich da abspielt und was viele überhaupt nicht wissen, insbesondere die Bevölkerung weiß das nicht, weil darüber nicht berichtet wird. Mhm. Das ist schon schlimm, nicht? Also wenn man Ihre Bücher liest, wenn man Ihre Texte anschaut, dann sieht man natürlich auch, dass Sie sich sehr gut mit Geschichte auskennen und das auch gut studiert haben. Ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, dass Deutschland mehrfach Spielball externer Kräfte geworden ist, was den Ersten Weltkrieg angeht. Wir können das auch parallel sehen im Zweiten Weltkrieg. Und jetzt sehen das viele Leute eben wieder, dass Deutschland hier aufgebaut wird oder aufgebaut wurde als Frontstaat. Mhm. Na, Sie kennen, haben auch den George Friedman in Ihrem Buch zitiert mit dieser berühmten Rede im Chicagoer Council, wo er gesagt hat, es war amerikanische Politik der letzten 100 Jahre, 2015 hat er das gesagt, dass man einen Keil zwischen Russland treibt, weil das wäre das Schlimmste, was die Amerikaner haben könnten, wenn deutsches Kapital und deutsche Hochtechnologie mit russischen Rohstoffen und russischen Arbeitskräften fusionieren könnte. Also dieser geplante europäische Wirtschaftsraum von Vladivostok bis Lissabon, den Putin in seiner legendären Rede, historischen Rede 2001 im Bundestag eben auch gehalten hat, dass das eben verhindert werden sollte. Und wir können ja jetzt sehr gut erkennen, wie also diese deutsch-russischen Beziehungen auf einen absoluten Tiefpunkt seit Bestehen der Bundesrepublik gefallen sind, mit der Entsendung der ersten schweren Waffen, die ersten Leopard-Panzer werden jetzt geliefert. Wie schätzen Sie das ein und was glauben Sie, ist es in der Zukunft überhaupt noch umkehrbar, dass da jemals wieder eine in welcher Art auch immer Beziehung zwischen Deutschland und Russland stattfinden könnte? Das wird sicherlich schwierig werden. Ich wollte aber noch etwas klarstellen. Wenn ich über die Weimarer Republik oder den Hitlerfaschismus spreche und Ersten und Zweiten Weltkrieg, also ich möchte diese schauerlichen Geschichten der Nazizeit nicht relativieren, nicht? Was da passiert ist, war ungeheuerlich.
Und da möchte ich nicht missverstanden werden. Da Das sind wir uns sollte einig, dass das ein Menschheitsverbrechen war. Das wollen wir auch gar nicht antasten, dieses Thema. Es geht nur um die Kräfte im Hintergrund, die eben schwer zu erkennen sind aus den normalen geschichtlichen Büchern, aus den Schulbüchern heraus, sondern das größere Bild, dass es immer gewisse Interessen gibt, wenn es zum Krieg kommt, wie wir jetzt ja auch wieder erleben. Lassen Sie uns einen Schlenker machen, gleich in den aktuellen Konflikt hinein. Wenn Sie jetzt die aktuelle Situation anschauen, im Frühjahr 2023, gerade eben vor kurzem kam eine Meldung von dem ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Bennett, der letztes Jahr schon dabei war bei den Friedensverhandlungen im April, geleitet von der Türkei. Und es war eigentlich schon fast so weit, dass sich beide Seiten einig waren in Bezug auf Waffenstillstand, gewisse Gebietsansprüche, lassen Sie uns das regeln im Kleinen und so weiter. Und es war dann das Ereignis um Butscha und der Besuch von Boris Johnson im April letzten Jahres, der diese Friedensverhandlungen mehr oder weniger sabotiert hat. Und das ist das, was Bennett gesagt hat. Also wir wissen das jetzt auch aus zuverlässiger Quelle, dass es kein Interesse gab seitens der Amerikaner, seitens der Engländer, auf dieses Friedensangebot einzugehen. Wie beurteilen Sie das? Naja, es ist ja mittlerweile bekannt, dass das Minsker Abkommen von 2015 überhaupt nicht eingehalten werden sollte. Nicht? Frau Merkel hat das gesagt und der Ex-Präsident, französische Ex-Präsident Hollande und auch Poroschenko. Poroschenko haben das bestätigt, dass die vorhatten, die Ukraine aufzurüsten und Merkel hat gesagt, ihr Zeit zu geben. Nicht? Das ist eine Ungeheuerlichkeit. Also, dass wie Putin hat ja auch gesagt, dass das Vertrauen auf den Nullpunkt ist. Ich finde das verständlich. Wem kann man da noch trauen, wenn intrigiert und gelogen wird, in Verabredungen nicht eingehalten werden, Verträge gebrochen werden, auch Energieverträge, nicht? Russland wollte ja immer Gas liefern, auch im Kalten Krieg hat das funktioniert. Aber mit den Politikern, die wir im Moment haben, ist ja ein Politikwechsel überhaupt nicht möglich. Nehmen Sie Frau Baerbock, die war Young Leader beim Weltwirtschaftsforum, die ist auch geschult worden entsprechend. Ihre ganze Karriere beruht darauf. Also wie soll man mit solchen Leuten eine vernünftige Politik machen? Da würde ich schon eher sagen, dass mir zum Beispiel mit einer Politikerin wie Sarah Wagenknecht möglich ist. Aber die wird ja gemobbt in der eigenen Partei und immer wieder runtergemacht. Ja, ich denke, Russland befindet sich oder befand sich in einer Zwickmühle, also in einer Zwangslage. Man wollte ja einem Genozid begegnen, nicht? Und was unterdrückt wird, dass bis 2021 etwa 13.000 Menschen in der Ostukraine getötet wurden, das war schon Genozid. Da gibt es diesen Paragraphen 6 des Völkerstrafgesetzbuches, wonach mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft wird, wer in der Absicht, eine ethnische Gruppe zu zerstören, etwas unternimmt oder Mitglieder der Gruppe tötet. Das ist dann nach dem Völkerstrafgesetzbuch ein Genozid. Und abgesehen von der akuten atomaren Bedrohung sind die Folgen, der von den USA provozierten Auseinandersetzung, meines Erachtens gravierend. Also Naja, jetzt könnte man natürlich auch argumentieren, dass Russland genau das gleiche Verbrechen gemacht hat. So wird es ja seit einem Jahr jetzt gesagt. Völkerrechtswidriger Angriffskrieg, unprovozierter völkerrechtswidriger Angriffskrieg, das hören wir seit einem Jahr rauf und runter. Warum hat sich Russland zu diesem Schritt entschlossen? Sind die den Amerikanern in die Falle gelaufen, weil viele das ja schon Jahre vorher gesehen haben, dass durch diese ständige NATO-Osterweiterung, durch die Aufrüstung an der Grenze, durch die
Patrouillenflüge, der Atombomber und so weiter, also auch die ganze verbale Aufrüstung hat Russland ja letztendlich zu diesem Schritt gezogen. Aber warum sind die Russen denen in die Falle getappt und damit natürlich dann jetzt das Opfer der Westmächte, der Sanktionen und dieser ganzen Politik? Ja, ob die in die Falle getappt sind, ich weiß nicht. Putin hatte ja jahrelang versucht, mit dem Westen weiterhin in Kontakt zu bleiben und Angebote gemacht. Nicht nur 2001 in dieser denkwürdigen Rede im Deutschen Bundestag, wo viel applaudiert wurde, aber die Amerikaner haben das natürlich verhindert, diesen Wirtschaftsraum von Wladiwostok bis Lissabon, das wollten sie nicht. Und ja, Krieg ist natürlich immer furchtbar. Ich habe das ja als Kind erlebt, damals in Schlesien. Will ich nicht weiter darüber sprechen. Also die Frage ist, hätte dieser Krieg in der Ukraine verhindert werden können? Und im römischen Recht gibt es diesen Grundsatz, den wir ins deutsche Recht übernommen haben, audiatur et altera pars. Das bedeutet also, man muss immer die Gegenseite im Auge haben. Moskau hatte ja berechtigte Sicherheitsforderungen gestellt. Und das wurde ignoriert von den Amerikanern. Also wenn überhaupt verhandelt werden kann über Waffenstillstand, dann Russland mit den USA. Also etwas anderes ist gar nicht sinnvoll. Die USA wollten Raketen stationieren in der Ukraine. Und selbst der Papst hat ja gesagt, der Krieg wurde entweder provoziert oder nicht verhindert. Hätte nicht auch geprüft werden müssen, ob Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen zutreffen könnte, wonach im Falle eines bewaffneten Angriffs es das Recht gibt, ein naturgegebenes Recht zur individuellen und kollektiven Selbstverteidigung. Also das bedeutet Notwehr oder Nothilfe einem anderen Volk zum Beispiel gegenüber. Vor dem 24. Februar 2022 fand eine Großoffensive statt. Die OSZE hat tausende Artillerieeinschläge in wenigen Tagen in der Ostukraine registriert. Donetsk und Luhansk wurden dem Erdboden gleichgemacht. Selbst die Innenstädte wurden bombardiert und mit Artillerie beschossen. Also Russland konnte sich meines Erachtens nicht auf Selbstverteidigung berufen, weil das Territorium Russlands ja nicht angegriffen wurde, aber sie konnten sich auf Nothilfe gegenüber diesen Volksrepubliken berufen und auf eine, ja, was die Amerikaner ja öfter machen, humanitäre Intervention, also eine Schutzverantwortung, man nennt das Responsibility to Protect, das haben die Amerikaner in das Völkerrecht eingebracht, ursprünglich um den Angriff auf Jugoslawien zu rechtfertigen. Nicht? Also das ist alles sehr schwierig jetzt. Die Politiker und Journalisten sind gegen Russland eingeschworen. Die Bevölkerung ist indoktriniert. Die USA wollen den Regime-Change in Moskau. Und Deutschland soll die Speerspitze gegen Russland sein. Angeblich die Führungsmacht in Europa. Also, das muss man sich mal vorstellen, was da läuft. Japan und Südkorea stehen gegen China. Und das soll mit allen Mitteln durchgesetzt werden. Die USA wollen eben Weltmacht Nummer eins bleiben. Aber ich denke, die Washingtoner Neokons und andere Kriegstreiber und Profiteure, das ist meine Einschätzung, haben sich verrechnet. In den vergangenen Wochen gab es ja auch Stimmen hochrangiger Militärs, die Verhandlungen mit Russland fordern. Also der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs der Streitkräfte der USA
General Mark Milley oder auch der deutsche General Fahrt oder Admiral Schönbach, der in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde wegen seiner Äußerungen. Die hatten, gerade Schönbach hatte etwas sehr Vernünftiges gesagt, es sei leicht, Russlands Präsident Wladimir Putin den Respekt zu geben, den er wolle, aber den er vielleicht auch verdiene. Und zu der von Russland annektierten ukrainischen Krim sagte er, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe, die Halbinsel werde niemals zurückgegeben werden. Und es ist doch merkwürdig, dass sich Soldaten, also hochrangige Militärs, für Verhandlungen aussprechen und sich da Gedanken machen, wie das weitergehen soll, während Politiker, leider auch die Berliner Regierung, Kriegshetze betreiben. Okay, lassen Sie uns das Thema mal ein bisschen aufnehmen. Also das ist auch etwas, was ich in meiner Recherche in den letzten Wochen vermehrt festgestellt habe. Auch Harald Kujat hat, ich glaube, es war die NZZ, ein langes Interview gegeben, viel beachtet worden. Ja. Kujat war ja Vier-Sterne-General, der auch als NATO-General unterwegs war. Jemand, der also wirklich vom Fach ist. Es gibt immer mehr Stimmen, die sich auskennen, gerade militärisch auskennen, die sagen, dieser Konflikt ist militärisch nicht zu gewinnen, also von Seiten der Ukraine. Russland ist nicht niederzuringen, so wie unsere Bundesaußenministerin das so gerne hätte. Was bedeutet das dann? Wird sich das dann hochschaukeln? Wird die Spirale der Gewalt, der Aufrüstung weitergehen, bis es dann letztlich eskaliert oder auseinandergeht? Oder halten Sie es auch im jetzigen Zeitpunkt überhaupt für möglich, dass sich da nochmal irgendeine Verhandlungslösung überhaupt abzeichnet? Es muss verhandelt werden. Es geht ja gar nicht anders. Der Krieg wird nicht bis in alle Ewigkeit weitergehen können. Schon allein aufgrund der fehlenden Ressourcen, Munition und so weiter. Es wird ja viel zerstört. Krieg ist übrigens die größte Umweltverschmutzung, die es gibt. Das sollte man den Grünen mal ins Stammbuch schreiben. Also, in letzter Zeit bewegt, also zu registrieren ist ja, dass Russland schon länger damit begonnen hat, sich vom Westen abzukoppeln, nicht? Und neue Wege mit neuen Partnern zu gehen und sich auch gegen diese Aggressionspolitik der USA jetzt militärisch zur Wehr zu setzen. Aber mit dieser Haltung ist Russland ja nicht allein. Also man kann sagen, mehr als die Hälfte der Menschheit will sich diese Zumutung und diese Unterdrückung durch die USA nicht mehr gefallen lassen. Und wir merken ja auch, dass die BRICS-Organisation und dann gibt es diese Shanghai-Kooperative, dass die immer mehr Zulauf erhalten. Gearbeitet wird also an einem anderen als dem westlichen, von den USA dominierten Wirtschafts- und Finanzsystem. Unter anderem ist auch die Herrschaft des Dollars als Weltleitwährung in Frage gestellt. Das bringt natürlich weitere hochgefährliche Auseinandersetzungen mit sich, die USA werden sich nicht ohne Gegenwehr in einen Bankrott treiben lassen. Also der damalige Chef der US-Notenbank Greenspan hat ja mal gesagt, wir können überhaupt nicht bankrott gehen, wir können so viele Staatsanleihen ausgeben, wie wir wollen. Die sind immer einlösbar, weil wir die Weltleitwährung haben. Wir können Geld drucken, so viel wir wollen. Wenn das nicht mehr möglich ist, sind die USA bankrott. Und das werden sie mit allen Mitteln verhindern. Die USA verfügen über die größte Militärmacht der Welt, nicht? Das ist bei allem zu berücksichtigen, was künftig in den Bemühungen um eine friedlichere Welt unternommen wird. Und zurzeit stehen sich eben zwei Atommächte in einem Stellvertreterkrieg gegenüber. 90 Sekunden
vor 12 zeigt die Welt Untergangsuhr an. Untergangsuhr. Also die Situation ist unhaltbar. Also wenn wir das jetzt mal runterbrechen auf die aktuellen Geschehen, auf den das militärische Geschehen, es gibt so eine Art, naja, Pattsituation möchte ich jetzt gar nicht sagen, weil die Russen gerade in dem Raum Bachmut im Vormarsch sind. Die letzten großen Verteidigungslinien der Ukraine könnten mit großer Wahrscheinlichkeit in naher Zukunft fallen, was den Krieg im Donbass de facto entscheiden würde. Also Russland schafft da gerade militärische Fakten. Und glauben Sie, und das ist die Frage jetzt, glauben Sie, dass Amerika jetzt dann so eine Art so Verzweiflungstat kommen könnte, mit einer riesigen False-Flag-Operation vielleicht auch, weil wenn das militärisch nicht mehr zu gewinnen ist, dieses Projekt Ukraine, das ja durch Soros und andere seit Jahren und nicht seit Jahrzehnten angetrieben worden ist, dass dann von Seiten des Westens irgendwie so weit eskaliert wird, weil sie erkennen, okay, uns schwimmen hier die Fälle den Bach runter. Verstehen Sie den Gedanken, dass vielleicht, ja, wenn Russland hier wirklich den Deckel zumacht, dass dann der Westen sich gezwungen sieht, zu ganz anderen Maßnahmen zu greifen? Ja, ich glaube nicht, dass der Westen Atomwaffen einsetzen wird. Dann eher schon Russland, wenn es völlig in die Ecke gedrängt wird. Also wenn Russland wenn es einen großen Krieg geben würde, und das ist ja nicht ganz ausgeschlossen, und Russland diesen Krieg, wenn es absehbar wäre, dass Russland diesen Krieg verlieren würde, dann würden die natürlich Atomwaffen einsetzen. Denn wenn sie den Krieg verlieren, wären sie zerstückelt und gehen als Kolonie der Amerikaner dann, so geht es dann weiter, nicht? Also die ganze Situation, wie sie jetzt existiert, die ist unhaltbar. Und sie kann und wird auch nicht so bleiben, davon bin ich überzeugt. Auch in Deutschland nicht, der Leidensdruck der Menschen wird steigen. Viele merken jetzt schon, da stimmt alles nicht richtig und beschäftigen sich etwas intensiver mit der Politik. Ich merke das auch, dass meine Bücher gelesen werden und ich versuche aufzuklären, nicht? Also die Menschen wollen Frieden. Die wollen sie wollen zufrieden gelassen werden. Und wir brauchen wieder eine große Friedensbewegung. Ich hoffe ja, dass sich da jetzt nach und nach wieder etwas entwickelt. Wir haben hier und da auch Aktivitäten, aber das, was wir mal hatten, dass da im Hofgarten in Bonn Millionen zusammenkommen, naja, es wird ja auch. Können Sie sich das erklären, Herr Binder? Können Sie sich das erklären? Weil, wenn ich zurückdenke an meine Jugend, 80er Jahre, NATO-Doppelbeschluss, Ostermärsche, Anti-Pershing-2-Demonstrationen, da waren Millionen Menschen in ganz Deutschland auf der Straße. Das, ja, letztlich auch die Grünen haben da ja auch ihr Personal rekrutiert aus der Friedensbewegung heraus. Das ist ja gar nicht da. Im Gegenteil, diejenigen, die jetzt für Frieden plädieren, werden als die großen Feinde dargestellt. Man darf auf gar keinen Fall jetzt irgendwie Frieden und wir müssen noch mehr Waffen und so weiter. Wie erklären Sie sich das? Ist die deutsche Bevölkerung so manipuliert in ihrem Denken, dass da gar nichts mehr geht? Ja, die Bevölkerung hat das ja nicht zu bestimmen. Das machen die Berliner Politiker. Und wir hatten ja große Demonstrationen in Berlin. Der Organisator sitzt in Untersuchungshaft seit über einem halben Jahr, rechtswidrig, wie ich finde. Das ist wieder so eine Sache. Also die Menschen, die opponieren und da auch etwas auf die Beine stellen und sei es mit Internetforen, die werden unter Druck gesetzt. Einige Internetseiten wurden außer Betrieb gesetzt. Also zum Teil wird den Menschen die Existenz entzogen.
Das ist schon gravierend, was sich da abspielt, auch an Existenzentziehung. Also wie soll da etwas derartiges, was wir als Friedensbewegung mal hatten, entstehen? Das wird sehr, sehr mühsam sein, aber wir arbeiten ja daran, Sie ja auch und ich auch. Und es gibt sehr viele Menschen, die jetzt den Durchblick haben und das, was sich da abspielt, nicht mehr mitmachen wollen. Also ich will, wenn sich eine neue Partei gründet und vernünftige Politiker gewählt werden, könnte sich etwas ändern auf demokratischem Wege. Gewaltsam, das sehe ich im Moment nicht. Und ich bin dann auch dagegen, denn die anderen haben immer die besseren Waffen. Das war jetzt schon fast ein Schlusswort. Ich möchte trotzdem noch eine kurze Frage stellen, und zwar, was wäre denn jetzt das Gebot der Stunde für Menschen, die jetzt ihr Buch in die Hand bekommen, Menschen, die bisher sich eigentlich nur mehr aus dem Mainstream informiert haben, die in diesem geschlossenen Informationskokon sitzen und glauben, da ist der Feind, da sind die Guten. Wie können wir diese Menschen erreichen? Was müssten wir als alternative Medien oder was müsste da jetzt passieren, damit da überhaupt eine Art von Wachwerdung und Bewusstwerdung stattfindet in der Gesellschaft? Ja, ich finde, wir müssten mehr auf die Straße gehen und demonstrieren. Man versucht das zu verhindern, aber wenn das Millionen sind, ist das nicht mehr möglich. Ich finde auch, dass ein Generalstreik irgendwann mal fällig wäre, damit man die Politiker, die führenden Politiker umstimmt. Also das wäre schon ein Schock für die Berliner Regierung, wenn da Millionen plötzlich auf die Straße gehen oder wenn ein Generalstreik ausgerufen wird. Ja, wer soll das organisieren? Wem vertraut man denn sowas? Jetzt gerade 10 Jahre AfD, die werden ja mehr oder weniger mit ihren Ideen niedergeschrien, niedergeknüppelt. Da gibt es ja überhaupt keine politische Kooperation in irgendeiner Art und Weise. Sonst die Sarah Wagenknecht, wenn die eine Partei gründen würde, würden bestimmt viele hingehen, aber würde das wirklich reichen? Ja, ich finde, der Leidensdruck wird steigen und wir und müssen mal sehen, was sich demnächst abspielt. Ich glaube, es wäre schon wichtig, dass wir immer weiter aufklären und es sind wache Menschen gefordert. Wache Menschen wie Sie, Herr Büttner. Also ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich sage vor allem vielen Dank für Ihr Buch, das Sie jetzt aufgelegt haben. Ausnahmezustand, geopolitische Einsichten und Analysen unter Berücksichtigung des Ukraine-Konfliktes. Werden wir von Ihnen noch was lesen können? Ich hoffe, das war nicht Ihr letztes. Naja, ich habe ja inzwischen 4 politische Bücher gemacht. Die Eroberung Europas durch die USA, dann der neue West-Ost-Konflikt, dann Deutschland verraten und verkauft und jetzt Ausnahmezustand. Und in diesen 4 Büchern habe ich das aufgeschrieben, was ich wahrgenommen habe und auch dokumentiert. Ich habe viel dokumentiert. Die Bücher wird man auch in 20, 30 Jahren noch lesen können. Ich habe auch viel zitiert. Also ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass wir aufklären. Sonst kann sich nichts ändern. Herr Büttner, ich sage vielen Dank nochmal für das wirklich tolle Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Bleiben Sie dran, ich werde Ihre Bücher weiterverfolgen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, Herr Stein, ich danke ebenfalls. Machen Sie es gut. Soweit also die Ausführungen von Wolfgang Büttner zu seinem neuesten Werk Ausnahmezustand. Erschienen ist das gute Stück im Zeitgeist Verlag. Und ich möchte nur noch mal ein Zitat vom Klappentext bringen hier. Von den Nachdenkseiten, Zitat: Mit klarem Blick und Analysekraft durchdringt Büttner das Dickicht eines Konfliktes, dessen Ursachen in der Medienberichterstattung nur sehr einseitig dargestellt werden. Tja, das kennen wir alle, wie einseitig über diesen ganzen unsäglichen Konflikt berichtet wird. Ich wünsche mir sehr, dass Sie in diesem Buch Informationen finden, die Ihr Bild
ganzheitlich machen und beide Seiten beleuchten. Und darum geht es uns schließlich in dieser Reihe Achtung Buch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und wenn Sie öfter unser Programm anschauen, denken Sie vielleicht dran, dass Sie uns auch unterstützen mit einem kleinen Premium-Abo. Schon ab 2 € im Monat können Sie uns helfen, dieses Programm weiter am Laufen zu halten. Dafür schon im Voraus vielen Dank und vor allem alles Gute. Bis zum nächsten Mal.